Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar gespielt wird Teacher Busters. Ja, Leute, mit dem Spiel Teacher Busters verbinde ich was ganz Besonderes, und zwar meine Grundschulzeit. Ich sag mal eins, also so kurz zu dem Spiel. Soweit ich das recherchieren konnte, ist das Spiel von 1982. Ich habe das Spiel gespielt zwischen 87 und 89 irgendwann. Also das war bei uns auf der Grundschule damals der Renner. Und ich bin auf dieses Spiel mal wieder gekommen. Ich habe einen Artikel gesehen über Spiele, die indiziert waren und vom Index genommen worden sind in 2011. Und da war zufällig Teacher Busters dabei. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Da dachte ich, ey, Moment mal, das kennst du doch und so weiter. Ja, geguckt, ob es davon ein Let's Play gibt. Nö, ein Let's Play gibt's nicht. Es gibt nur so ein unkommentiertes Longplay. Und dann habe ich mir gedacht, ey, perfekt, ne? Dann mache ich da mal das erste deutsche Let's Play dazu, ne? Ja, und jetzt, wie ihr seht, sitzt ihr hier mit mir und genießt gerade dieses schöne Intro. Also, wie gesagt, das ist von 1982. Der Herr Breyer, Herr M. Breyer, hat dieses Spiel geschrieben. Es war damals schon Public Domain, also Freeware, kann man so sagen. Und ja, wie gesagt, ist quasi direkt nach dem Erscheinen auf dem Index gelandet. Und bei uns in der Grundschule damals, da wurde das unterm Tisch gehandelt wie Sau. Und jeder, der einen C64er hatte, der hatte dieses Spiel zu Hause. Ja, zum Ablauf des Let's Plays, also das Spiel ist relativ einfach gestrickt, das werdet ihr gleich sehen. Aber ich werde gleich euch ja in mannigfaltiger Weise darstellen, wie man denn seinen Lieblingslehrer zur Strecke bringen kann. Okay, starten wir mal an. Also, natürlich sind wir sind natürlich Schüler. Ja. Denkt er noch? Nee. So, okay, dein Vorname. Der ist natürlich Schüler Olli. Dein Nachname. Der ist doch klar. Wutbürger. Der Olli Wutbürger. Enter. Feuerknopf drücken. Okay. Da du neu bist bei den Teacher Busters bist, zahlt dir der CCC 1000 D-Mark Vorschuss. Drücke nun den Feuerknopf, dann blättere mit dem Joystick um. Wenn du einen geeigneten Decknamen gefunden hast, drücke den Feuerknopf. Wen haben wir da? JP the Ripper. Alter nicht bekannt. Größe 218 cm, Gewicht 78 Kilo. Haarfarbe grau, Augenfarbe blau. Unveränderliche Kennzeichen, quält gerne hilflose Kinder. Vorstrafen: Taschendiebstahl, Kidnapping, diverse Raubüberfälle, Trickbetrug im alten Wohnheim, Rausch, Giftschmuggel. Bemerkungen: Nach dem Ausbruch aus deutscher Justizvollzugsanstalt im Jahre 1979 vermutlich unter falschem Namen wohnhaft in der BRD. Wen haben wir da? Bruno der Barbar. Alter 33 Jahre, 1,69 cm groß, 84 Kilo, Haarfarbe schwarz, Augenfarbe grün. Unveränderliches Kennzeichen, ist nicht imstande, 5 Minuten lang nichts kaputt zu machen. Okay, damit kann ich mich schon mal identifizieren. Vorstrafen: diverse Flugzeugentführungen, Papst mit Darts beworfen, Handgranaten an Schüler verkauft. Okay. Okay, Mitglied von RAF, KGB, HSV, IAA, EDK, GSG 8, PLO, KPDSU und Miss Piggy Fanclub in Clausthal-Zellerfeld. Bemerkungen keine. Gucken wir weiter. Conny on the Rocks. Alter unauffindbar. Größe 1,16 Meter, Gewicht 54 Kilo, Haarfarbe nach Mode, Augenfarbe siehe oben. Unveränderliche Kennzeichen, tierisch dämlich. Vorstrafen: Attentate auf mongolische Regentänzer, Vergewaltigung seines Bussibärs, in Damen-WCs unangenehm aufgefallen. Das sind auch meine Vorstrafen. Egal. Bei dem Versuch, erwischt auf dem bulgarischen Schwarzmarkt Anteile am Clausthal-Zellerfelder Miss Piggy Fanclub zu verkaufen, aber der Polizei entwischt. Ja, scheinbar hat der Programmierer, der Herr Breyer, was mit der Uni in Clausthal-Zellerfeld zu tun. Das schließe ich jetzt einfach mal daraus. Weiter geht's. Tusnelda die Schöne. Alter 67,78 Jahre. Größe 157 cm, Gewicht 84 Kilo.
Haarfarbe graublond, Augenfarbe rechts grün, links blau, unveränderliches Kennzeichen, unerträgliche Parfümfahne, Vorstrafen, Diebstahl billiger Parfüms aus diversen Drogerien, Belästigung von U-Bahn-Fahrgästen, Überfälle auf Modeläden, Mitglied von MAD, ZDF, C&A, Karstadt, Bolle, PLO und Miss Biggie Fanclub Klaus Thal Zellerfeld. Bemerkungen keine. Ja, da haben wir wieder JP the Ripper. Aber ich glaube, ich nehme mal hier Bruno der Barbar. Mit hier 5 Minuten lang nichts kaputt machen. Damit kann ich mich doch schon am meisten identifizieren. Gut, Feuerknopf. Okay, jetzt suche dir aus, welchen Lehrer du gerne beseitigen möchtest. Eins vorab, das sind die Lehrer, die schon im Programm gespeichert waren, von vornherein. Ich habe hier keinen Namen zugetragen. Falls es diese Lehrer in Wirklichkeit gibt, das ist nicht meine Absicht und eigentlich ja, wäre das rein zufällig, wenn es diese Namen gibt, sagen wir so. Also ihr kennt ja diese Ausschlussklausel, da brauche ich ja nicht wiederholen. Also wie gesagt, ich habe hier keinen bewusst eingetragen, um hier irgendeinen umzunieten oder sonstige psychopathische Aktionen durchzuführen. Ja, lesen wir uns die... Wer ist denn, sitzt denn hier in der Schulleitung? Herr Stork, nullmal gestorben. Herr Wienberg, nullmal gestorben. Frau Dammann ist ein Lehrer oder Lehrerin. Herr Büchler, Herr Mohr, Frau Neu, Herr Miska, Frau Blankensee, Frau Glanz, Herr Wagner, Frau Noll, Herr Galster, Herr Zulauf und dann haben wir noch die Referendare, Frau Mama und Herr Papa. In der Verwaltung sitzt die Frau Mohaupt. Ja, wen nehmen wir denn mal? Ach, wir nehmen mal den Herrn Büchler. Ja, jetzt sind wir schon im Spiel. Das hier ist unser Panzer. Mit dem müssen wir den Lehrer erledigen. Und hier ist natürlich unser Shop. Da gucken wir jetzt erstmal, was zu kaufen gibt. Hier kaufen wir erstmal MG-Munition. Natürlich alles noch schön in D-Mark, Leute. Ja, da war die Munition noch Qualität und was wert. Ein paar Handgranaten. Und natürlich hier. Granaten-Direktimport aus der UdSSR. Wie geil ist das denn? Direkt mal voll machen den Scheffel. Die gehen immer, die Dinger. Flammenwerfer lasse ich erstmal da. Auf zum ersten Kill, würde ich sagen. Also unten rechts sehen wir den Radar. Auf dem Radar bewegt sich ein kleines Pünktchen. Das ist der Lehrer. Und den müssen wir erledigen. So, wir schießen uns erstmal hier durch die Büsche, damit wir zu dem Lehrer hinkommen. Und jetzt fahren wir erstmal unserem Opfer entgegen. Also man kann diese Büsche mit diesem Granatwerfer hier, ich glaube mit Handgranaten, dem Flammenwerfer kann man auf jeden Fall killen. Naja, ich werde euch jetzt alle Arten zeigen, auf die man, wie man diesen Lehrer zur Strecke bringen kann. Da ist er. Ja, und blam! Auftrag erledigt. Büchler gesprengt. Der CCC ist hoch erfreut und bezahlt dir 1000 D-Mark und schickt dich erneut los. Feuerknopf drücken. Oh, Herr Büchler. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Wollen wir uns mal hier den Herrn Wienberg aus der Schulleitung als nächstes Opfer aussuchen? Ja, das wollen wir. Oh, okay. Fahren wir wieder zum Shop. Kaufen wir diesmal ein bisschen Flammenwerfer-Munition ein. Hup, verdrückt. Ja, ich spiele auf dem Emulator. Granaten sind immer gut. Ups, da sind die 1000 Mark auch schon weg. Okay, dann schnappen wir uns den sehr verehrten Herr Kollegen. Springen wir mal da Dingen weg. Ja, ja, mit dem Zielen, das ist hier so ein bisschen Kacke, ehrlich gesagt. Aber so ein Panzer ist halt eine extrem träge Maschine. So, fahren wir unserem Lehrer mal entgegen. Welche Todesart nehmen wir jetzt? Wollen wir mal überfahren? Mal ein bisschen Muni sparen? Ich glaube, wir überfahren den diesmal.
la 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 la. Ich fahre mit meinem Panzer rum. Na, wir legen uns hier mal auf die Lauer hinter diesem Gebüsch. Vollgas! Watsch! Auftrag erledigt. Wienberg plattgefahren. 50 D-Mark Gebühr für die Reinigung der Ketten. Der CCC ist hoch erfreut, bezahlte 1000 D-Mark. Ich wollte schon wieder Euro sagen. Und schickt dich erneut los. Feuerknopf drücken. Oh, Herr Wienberg. Na sowas aber auch. Gut. Wir können jetzt hier weiter durchblättern. Ihr seht, Herr Wienberg einmal gekillt. Ja, sollen wir uns diesmal vielleicht eine Dame aussuchen? Die Frau neu. Diesmal dran, würde ich sagen. So, was versuchen wir diesmal? Das MG vielleicht? Komm, ich kaufe mal ein bisschen MG-Munition. Ein paar Granätchen. Sind ja nie weg. Und dann nochmal ein bisschen was aus der UDS, guten alten UdSSR, hier direkt Import. Da können wir uns auch schön mit durchs Gebüsch ballern. Nur ein paar Patronen für eine Mark. So, zack, fertig, fahren wir hin. Lalalala, ich fahre mit meinem Panzer durch die Gegend. Das war so schön damals, da haben wir das ganze Lehrerkollegium eingehackt. Und dann konnte man das auch schön auf Diskette alles abspeichern. Und ja, und dann wurde das quasi unter der Schulbank gehandelt, das Spiel. Ey, hast du schon Teacher was das gespielt? Nee, was ist das denn? Ey, da kannst du alle Lehrer eintippen und abballern. Ey, geil, geh mal her. Die Frau so und so hat mir wieder eine 6 in der Mathearbeit verpasst. Okay, jetzt ist sie dran. Bam. Auftrag erledigt. Neu gesiebt. Der CCC ist hocherfreut und bezahlt dir 1000 Mark und schickt dich erneut los. Feuerknopf drücken. Na sowas aber auch. Frau Neu, was machen Sie denn? Gut. Weiter geht's. Gucken wir doch mal. Frau Blankensee, Frau Glanz. Ach, Herr Wagner. Komm, weil es so schön war. Herr Wagner. Zack. Was nehmen wir denn diesmal? Flammenwerfer. Heute haben wir Grillsaison. Heute eröffnen wir die Grillsaison. Zack, 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 zack. Ein paar Granätchen. Noch ein bisschen MG. Ist ja nie weg. So. Und zum Ausgang. So, mal durchschalten hier. Wems, Wems. Ja, schwierig ist erstmal hier rauszukommen. Das heißt schwierig. Eigentlich ist gar nichts schwierig an dem Spiel. Das ist ja das Coole. Das kann man auch auf der Grundschule gut spielen. Da kannst du praktisch nichts falsch machen. Ja gut, du kannst hier drauf gehen. Das geht natürlich, ne? Kein Thema. Wir können ja nachher noch mal ein paar Tode zeigen, sage ich mal. So, Flammenwerfer an. Das ist das gute Ding. Und Grilli Grilli. Wagner gegrillt. Jo, der CCC ist hoch erfreut und bezahlt dir 1000 Mark und schickt dich erneut los. Feuerknopf drücken. Oh. Herr Wagner ist bis auf Weiteres krank. Es gibt Vertretungsunterricht. Okay. Ja, ich denke, es wird noch einen kleinen Part geben. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.